Er moderiert seit Jahren erfolgreiches Neo-Magazin Royal im ZDF. Er singt, er schreibt, er steppt. Er ist böse, schnell und lustig und das alles scheinbar mühelos. Dazu sieht er fantastisch aus. Man kann fast sagen, er ist Helene Fischer von der Polizatie. Und da ist er, meine Damen und Herren, der Jan Böhmermann! Mein Gott. Die Schweiz ist so laut. Ich habe mir die Schweiz wesentlich leiser vorgestellt und so grell und so bunt. Ich bin auch schockiert. Ich glaube ja eher, es sind einfach viele Deutsche im Publikum. Kann es sein? Sind viele Deutsche? Ich rieche es ein bisschen. Deutsche können sich untereinander riechen. Ja, es sind Deutsche hier. Ja, ja. Sehr schön. Also offensichtlich wirst du ja in der Schweiz wahrgenommen, lieber Jan. Ja. Wie sieht's denn aus? Die Schweiz wird auch von mir wahrgenommen. Inwiefern? Erzähl. Ja, auf die gleiche Art. Ich nehme die Schweiz wahr, so wie die Schweiz mich wahrnimmt. Ich nehme die Schweiz mit einem gewissen Respekt, aber auch einer gehörigen Portion Ekel wahr. Weil ich weiß, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich finde es schön, endlich mal so richtig im Ausland zu sein. Außerhalb Europas, im echten Ausland. Ach, das ist doch was Schönes. Es ist auch wirklich eine große Freude, dass du jetzt hier bei uns angekommen bist. Ja, soll ich dir sagen, warum ich hier bin? Die Anfragen... Warte, du weißt nicht, was ich Ihnen erzählt habe, warum du hier bist. Wegen Geld. Ach, scheiße. Es ist wirklich wegen Geld. Das Management hat gesagt, nee, wir kommen nicht. Und dann hatte das Schweizer Fernsehen gesagt, okay, wir zahlen 500.000 Franken. Und dann hat mein Management gesagt, für 600.000 kommt er. Aber er möchte in Genf wohnen, im Borivage, wo Barschel gestorben ist. Und jetzt bin ich heute mit dem Helikopter von Genf aus dem Borivage vom Dach hierher geflogen nach Zürich für 600.000 Franken. Und da sage einer, das Schweizer Fernsehen hat kein Geld. Ja, das können wir uns jetzt auch leisten. Seid echt abgesetzt. 600.000 Franken stehe ich morgens nicht auf, ganz ehrlich. Ja, Jan, die letzte Aktion, die ich mitbekommen habe, war, als du dich für die SPD aufstellen wolltest, als du dir den Vorsitz einnehmen wolltest, der SPD. Ja. Hat nicht ganz geklappt. Ja, das lag daran, wir haben festgestellt, dass ich mich im Rahmen dieser Nummer, die wir in der Sendung gemacht haben, offenbar tatsächlich echt um den Vorsitz beworben habe. Das ist dann durchgedrungen bis in die Rechtsabteilung des ZDF, das ist mein Sender, das zweite deutsche Fernsehen, das ist sowas wie das Schweizer Fernsehen nur in richtig groß. Ja. Und dann haben die Juristen gecheckt und gesagt, Herr Böhmermann, folgendes Problem. Sie haben sich gerade wirklich um den SPD-Vorsitz beworben und das dürfen Sie aus einer Comedy-Sendung heraus gar nicht. Wieso? Darf man offenbar nicht. Es gibt da offenbar Trennungsgebote. Man darf nicht aus dem Fernsehen, aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen heraus ein politisches Amt bewerben. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann lasse ich es wieder bleiben und habe mich in den sozialdemokratischen Untergrund zurückgezogen und mache von da aus weiterhin Guerillapolitik und trete der SPD letztlich die Stuhlbeine weg. Das ist auch schön. Aber immer aus dem Untergrund arbeiten, hast du das gemacht in den letzten Jahren. Ich wusste wirklich nicht, dass das geht. Also wir hätten jetzt einen kleinen Vorschlag, wir können dir was anbieten. Ja. Diese Woche hat Löwra abgegeben, den Sitz der SP, Vorsitzender der SP bei uns in der Schweiz. Ihr habt auch schon Sozialdemokratie in der Schweiz? Ja, natürlich. Direkt aus dem Kommunismus heraus sind die da reingeschlittert sozusagen. Und ihr habt nur 160 Jahre gewartet. Ist es schon ein bisschen länger? Nee, wir sind ja noch im Aufbau. Ah, okay. Wir sind noch im Aufbau. Finde ich aber super. Und jetzt wird natürlich über die Nachfolge diskutiert und wir haben uns wirklich schlau gemacht. Also du könntest diesen Vorsitz einnehmen. Du müsstest einfach bei der SP eintreten. Würdest du das machen? Dürfen wir dich anmelden? Auf jeden Fall. Ich finde es eh ganz gut. Ich meine, die Schweizer engagieren sich als Finanzier der AfD in der deutschen Politik. Die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, sorgt dafür, dass auch der richtige politische Spin in Deutschland ankommt. Das ist nur fair, dass ich als Deutscher mich auch gerne in die Schweizer Politik einmische. Also gut, guck, es kommt eh immer gut an, auch historisch, wenn Deutsche sich in der Schweiz politisch einmischen. Auf jeden Fall. Gerne. Finde ich sehr gut. Und weißt du, kann man das sagen? Darf man die AfD kritisieren im Schweizer Fernsehen oder dass man das hinterfragt? Nein, das geht. Wir haben ja auch rausgeschnitten. Wir haben ja auch die Alice im Wunderland aufgenommen und freuen uns wirklich. Sie wohnt aber jetzt nicht mehr in der Schweiz, weil ich glaube, lesbisch sein ist verboten in der Schweiz seit kurzem. Ja, das ist so, aber an dem wird gearbeitet. Könntest du ja eben, das wäre ja so ein Ding, was du als SP-Vorsitzender machen könntest. Schau, wir könnten dich anmelden, es kostet natürlich eine kleine Stange Geld. Es sind 65 Franken, also so 88 Reichsmark. Diese ganzen Abstimmungen und so, das ist mir alles zu anstrengend. Ja, und ich hätte ehrlich gesagt, nach dem, was ich in der Sendung gesehen habe, ich hätte in der Schweiz auch Angst vor Terror, ehrlich gesagt.
musst du wirklich nicht haben. Wir haben tolle, wir wussten, dass du kommst, haben wir echt ganz tolle Bodyguards da hinten aufgestellt, alles Türken, die gesagt haben. Jan Böhmermann kommt in die Sendung. Den Witz habe ich verstanden, okay. Dominik. Nein, aber du hast jetzt gerade vor ein paar Tagen in deiner letzten Sendung hast du mir eine große Kiste aufgemacht. Erzähl mal was. Ja, wir haben ja in Deutschland noch sowas, was es in der Schweiz, glaube ich, gar nicht gibt. Wir haben Adel. Haben wir Adel? Das ist höchstens Väterer. Die sind in Deutschland ähnlich mächtig wie die katholische Kirche in der Schweiz. Mhm. Nur nicht ganz so lustig angezogen. Mhm. Obwohl einige schon. Und in Deutschland gab es ja mal einen Kaiser. Der hat den Ersten Weltkrieg unter anderem mit verursacht und hat dafür gesorgt, dass es den Zweiten gibt. Und die Erben dieses Kaisers, die wurden nie so richtig enteignet. Also unser Adel, da gab es nicht wie in Frankreich eine Guillotine, Kopf ab und so, sondern die Weimarer Republik hat es nach dem Ersten Weltkrieg verpasst, den Adel so richtig zu enteignen, also auch des Hauptes zu enteignen. Deswegen lebte der Adel in Deutschland weiter und der Urenkel des letzten deutschen Kaisers, also der hier Kaiser Wilhelm mit dem Zwirbelbart, der die Herero und Deutsch-Südwestafrika unterjocht hat, Völkermord begangen, der erste deutsche Völkermord, begangen vom deutschen Kaiser Wilhelm zur Zeiten des, vor dem Ersten Weltkrieg sogar. Und der Urenkel des deutschen Kaisers, der will jetzt, weil ihm die Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg die Schlösser weggenommen haben, komplett enteignet, das alles wieder haben. Es gibt eine Möglichkeit, wie man das in Deutschland tatsächlich legal als Adeliger zurückbekommen kann. Und wir haben uns eingeschaltet und haben so ein paar historische Gutachten veröffentlicht. Und jetzt warte ich eigentlich darauf, dass ich nach dem Staatspräsidenten Erdogan auch von quasi einem deutschen Kaisererben verklagt werde. Es kann morgen ist Montag, kann soweit sein. Morgen warte ich Post. Das wäre dein erster Adliger? Das wäre mein erster quasi Kaisererbe und das wäre schon toll. Unseren ersten Adligen haben wir schon durch. Wir haben ja uns mal über die Kniefamilie lustig gemacht. Und das die Zirkusfamilie. Ja, das sind so unsere Adligen, kann man sagen. So. Sägemehlprinzen. Nee, aber ihr habt in der Schweiz keine Adligen, ne? Nein. Gibt's nicht? Nein. Brezelkönig vielleicht. Brezelkönig. Ja, aber ist doch ganz gut eigentlich. Also ich meine, das ist zivilisatorisch, seid ihr uns ja schon voraus. Wir haben immer noch Adel und er ist ein Klotz am Bein und wir sind eigentlich dafür, den Adel zu enteignen. Und wir suchen legale Mittel, wie das Juristen schaffen können. Und dem hast du richtig eingeschenkt. Ich habe mir das kleine Stückchen 28 Minuten rund geht. 28 Minuten, ja. Habe ich mir anguckt. Schauen wir mal ganz kurz rein, wie du da richtig einschenkst. Und ich meine, der Wilhelm, der ist ja Kronprinz, der wird ja nicht so blöd gewesen sein, sich in SA-Uniform und mit Hakenkreuzbinde am Arm im Schloss Sizilienhof vom Spiegel einen runterzuholen und sich dabei auch noch fotografieren zu lassen, oder? Schauen wir mal. Ja, Georg Friedrich, vielleicht holst du mal deine Anwälte und ein paar gut bezahlte Historiker vor dem Fernseher. Schauen wir mal gemeinsam hin. Guckt euch das an. Hofft man da auch, dass da was passiert, dass da sich der aus seinem Thronsaal und aus seinem Heckenlabyrinth rausfindet, irgendwie der Adlige, und da eine Anklage startet? Naja, Progression geht immer nur mit Schmerzen. Wenn man was irgendwas bewegen will, dann muss man immer irgendwo auch mal gegendrücken. Und klar, also ein bisschen Hoffnung, dass da tatsächlich morgen ein Brief uns schreibt und uns verklagt, ist da schon mit dabei. Aber ja, also dann hoffen wir mit dir das Beste, dass es zustande kommt, diese Anklage. Und zur Not bleibe ich einfach hier. Also ich bleibe erst morgen früh ab, ab Zürich. Und wenn morgen früh der Anwalt schreibt, dann rufe ich im Büro an und sage, es gibt Ärger, dann bleibe ich einfach hier. Auch das hat ja Tradition. Deutsche bleiben gerne mal, wenn es brenzlig wird, länger hier und sich ein. Auch das ist die Schweiz. Und machen sich ein bisschen breit. Wir haben ein schönes Programm noch mit meiner Schwiegermutter. Gehen wir noch ins Zoo zusammen morgen mit den Kindern. Da freue ich mich sehr drauf. Was ist im Schweizer Zoo denn ausgestellt? Österreicher? Ja, oder Leute aus dem Wallis. Das Wallis ist sowas wie Saarland, oder? Ja, was auch immer das Saarland ist.